Zeigst du mir dein Schwert? Ungern. So, willkommen zurück. Neuer Stream. Wir müssen uns im Burg erobern. Triff dich nach Mitternacht mit Damien in der Mühle des Grafen de la Cour. Okay, auf geht's. Kann ja nur schief gehen. Und da hat jemand gesagt, das Biest hat einen weiteren gerissen. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir saßen gerade mit ihm am Tisch. Mit dem Biest. Dann kotzt woanders hin. Diese DLC. Der Quatsch, nicht diese. Das NPC-Dialoge. Liegt noch was rum. Genug, um die Kleinen satt zu kriegen. Nö. Den Auftrag nehme ich nicht. Lass hier noch liegen. Fernmittel, rote Rüstung, blaue Rüstung, gelbe Rüstung. Was mixen? Ich weiß überhaupt nicht, wie man das entfernen tut. Mit dem Gegenstand aus der Hexausrüstung die entsprechende Farbe. Aber wie? Das Färbemittel. Ja, habe ich aber. Tut nicht gehen. Die Streamfliege ist wieder da. Tja, Färbemittel. Wir müssen hier ein bisschen was loswerden. Stumpfes Beil. Ist ziemlich schwer. Haben wir hier Waffen, die wir nicht brauchen? So, vielleicht kriegen wir hier irgendwie gibt's hier irgendwie eine Anleitung fürs Färben? Zeichen? Extra Rüstung vielleicht? Ich glaube nicht. Muss mal irgendwie. Oh. Muss in der Pause mal googeln. Hier ist längs. Ach, das kommt mir doch bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Oder nicht? Ne, hier waren wir noch nicht. Ich kam mir gerade so ein bisschen wie dieses Gasthaus vor, wo wir anfangen waren. Sag mal, wie weit ist das hier noch? Oha. Naja, das kriegen wir noch gelaufen. Ist noch machbar. Und etwas längeren Spaziergang. Aber in dieser wunderschönen Landschaft kann man noch mal spazieren gehen. Beziehungsweise joggen gehen. Rennen gehen. So, hier an dem Haus frei und dann sind wir schon fast da. Was ist das eigentlich für ein Haus? Tja, bestimmt für irgendeine Sidequest wieder.
Und die Sidequests sind bestimmt alle interessant. Aber ihr habt es, glaube ich, vor einigen Parts schon gesehen. Es ist. Ab und an wage ich mich mal dann auf eine Sidequest und dann haben wir das Problem, dass die uns zu hoch ist. Dass wir dann doch zu schwach für sind. Das ist dann schade, wenn wir halt in einer Sidequest feststecken und nur durch Spielstand rückgängig machen wieder. Wieder zum richtigen Spiel zurückkehren können. War nur, du näherst dich zum Wendepunkt der Geschichte dann. Danach kannst du bestimmte Nebenquests nicht mehr abschließen, speichere das Spiel, wie du fortfährst. Okay. Es ist jetzt nicht so, als ob ich Nebenquests machen wollen würde, aber wir speichern mal. Des Grafen. Ah, hier müssen wir hin. Ja, das hatten wir zuletzt diese Warnung beim Ende vom Hauptspiel. Aber selbst da hatten wir noch 2-3 Streams zu tun, beim Hauptspiel jetzt diese Warnung kam. Und wenn nicht sogar 4 oder 5. Ich bin früh dran. Noch keine Waffe da. Okay, wir sollten die vielleicht irgendwo mal im Unterschlupf mal ein bisschen meditieren. Oh, verpiss dich, Flieger. Meine Fräse. Ich hatte vorhin das Fenster auf Sperrangeln weit offen. Diese dreckige Fliege ist nicht rausgeflogen. Bis Mitternacht. Ist ja fast ein ganzer Tag. Gehen wir in die Mühle und besprechen uns dort. Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben zwei Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Duntin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude, eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an, durch das Haupttor, und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Duntin? Weißt du das? Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee, aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Die Männer des Zintrias, ganz bestimmt. Ich bin ihnen in der Stadt begegnet. Sie wollten mich töten. Wir müssen von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Das wird nie besser. Dein Plan ist ein großes Risiko für dich. Aber du schaffst das. Gehen wir. Ich wusste gar nicht, dass Blitz so schnell reißen kann. Bei mir ist er auch noch im Trab ziemlich langsam.
Es geht los. Ich bin gespannt. Schnell, schnappen wir uns Roderick-Pferde und hauen ab. Wir kommen nicht weit, wenn die Jungs da vorne nicht durchhalten. Nicht so schnell. Kleine Planänderung. Verdammt. Lass den Bogenschützen. Lass den Bogenschützen, sag ich. Der ist doch schon fast tot. Warum die... Achso. Der ist neu gekommen. Verdammt. Ein bisschen Heilung. So. Roderick hat sie geschickt, um die Pferde zu holen. Er will fliehen. Das kann ich nicht zulassen. Nein, nein, lass mal liegen. Das Blut ist so wichtig nicht. Keine herzoglichen in Sicht. Sie bewachen, sie wollen nicht. Das muss Roderick sein. Lade diese Kisten auf den Wagen. Zu fliehen. Weiter hier. Beeilung mit den Kisten! Seid vorsichtig, wenn ihr sie fallen lasst! Hallöchen. Sie haben die hintere Mauer durchbrochen. Komm. Ich werde es töten! Erst den Bogenschützen. Der Armbrust sehe ich doch. Ein Schildbastard müssen wir wegkriegen. Mit Schilden. Immer eine Belastung. Da haben sie weg. Da war es noch einer. Gar keine Schwierigkeit. Gnade! Gnade! Ich hab nichts Falsches getan! Naja, du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Die Männer des Zintrias. Und dein Hex haben sie gerufen. Ich wusste es. Hätte sie nicht unter mein Dach lassen sollen. Wo ist die Gefangene? Die Frau? Was? Was meinst du damit? Ich weiß nichts von einer Gefangenen. Das muss das Werk meiner Gäste sein. Gäste? Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei ihnen? Eine Frau namens Siana? Ja, natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Wo ist sie? Sie packt. Wir wollten zusammen fliehen. Ich... Alter Dummkopf. Ich hätte alles für sie getan. Wo ist sie? Auch im Bergfried? Ja. Ihre Gemächer sind im Turm. Ganz oben. Was wird aus mir? Na gut, wir können ihm mehr helfen. Hier, drück das auf die Wunde. Das stoppt die Blutung. Ich danke dir. Ich denke, der ist kein Böser, der wird uns nichts tun. Und doch kriegen wir den wieder.
Faustkampf wirst du den besiegen. Das ist sicherlich eine gute Idee, Geralt. Da bin ich mir sicher. Punktkämpfer. Alter Schwede. Das war ein Bosskampf. Ich habe keinen Trank mehr. Das ist blöd. Du wirst sterben, du kleiner Stronte. Oh, das ist der Große. Wurde für den Kleinen hier. Den krieg ich auch so. Und drauf. Du wirst sterben, du kleiner Stronte. Verdammt, ich konnte noch nicht. Und zack. Eine graue Rüstung. Kann ich meditieren? Wahrscheinlich nicht. Das war mal klar. Das ist schlecht. Was Verspeisbares? Mit Griffwund auf Z. Ich heile hier noch ein bisschen. Wo müssen wir lang? Hier lang? Ja, hier nicht. Hier scheinbar. Einfach durchgekloppt. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn! Angriff! Das war ein schlechter Fehler. Okay, was ist das? Das wird doch nicht das sein, was ich denke. Ah, doch, es ist das, was ich denke. Aber nicht ganz das, was ich denke. Ich muss in den Berg. Sie werden bezahlen für alles. Okay, ist auf unserer Seite. Verdient. Mit starker Unterstützung auf unserer Seite. Schönes Typen werden wir uns erledigt. Sehr schön. Euch beide hatte ich hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Rennen werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Thank you.
Aha. Rena. Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten. Ich... Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Was ist mit der Flasche los? Da hat zufällig hingeschaut. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Mhm. Ich habe Roderick getroffen, den Herrn von Duntin. Er sagte mir, wo ich Sianna finde. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? Ich wette auch, sie ist fremdlich hier. Hör auf, dich dumm zu stellen. Ich weiß alles. Dass das alles zu deinem Plan gehört. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Detlef, ich würde auf meinen Rücken aufpassen. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Es gab keine Entführung. Sie hatte sie vorgetäuscht, um dich kontrollieren und manipulieren zu können. Du lügst. Er will uns nur gegeneinander ausspielen. Lass ihn ausreden. Erpresser? Reine Erfindung. Sie hatte alles geplant. Du hast diese Menschen auf ihren Wunsch getötet. Das ist unmöglich. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Mutner und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage. Ich warte auf dich. Tja. Er ist einfach weggeflogen? Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung... wahr macht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Packt dich jetzt dein Gewissen? Besser spät als nie, oder? Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht, meine Schwester ist hier. Findet sie! Gnädige Herrin, das... Die Vampire sind auf unserer Seite. Stimmt also. Du bist es. Schwester, Liebste, wo bist du da nur reingeraten? So besorgt? Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Mhm. Du... Zwei Leute in einer Person. Das verstehe ich.
Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Geliebte des Monsters und wir sprechen später Tochter der Königin. Hauptmann, begleite Sianna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Er ist kein Verräter, nur naiv. Er hat sich für dumm verkaufen lassen und teuer dafür bezahlt. Für dumm verkaufen? Von wem? Von deiner Schwester. Sie hat ihn überredet, die Banditen bei sich aufzunehmen. Wir haben herausgefunden, dass Sianna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Deine Schwester steckt die ganze Zeit dahinter. Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Sianna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlaff. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat? Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand ein Vampir? Da spricht gerade einer mit dir. Wo ist der jetzt? Er wartet auf Sianna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Sianna zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Das wäre unklug. Ihn herauszufordern, während er wütend ist. Das halte ich für keine gute Idee. Vielleicht sollte man die Königstochter, die Königsschwester entführen und ihn. Meinst du, ihn die bringen? Gnädige Herzogin hat sich verletzt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohungen. Tja. Selbst ich muss zugeben, dass Detlaffs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar. Bist du nervös? Warum sollte ich? Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen, du erinnerst dich? Ja. Natürlich. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Scharf beobachtet. Wechseln wir also das Thema. Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchsterlauchte Herzogin erwartet die Herren. Thank you.